Also in einer Gemeinde, wenn das Böse hineinkommt, muss der Unzüchtige, der Ehebrecher, hinausgetan werden. Aber jetzt in 2 Timotheus 2 wird davon ausgegangen, dass man das Böse nicht mehr hinaustun kann. Wenn das nicht mehr möglich ist, dann muss man eben selber hinaus. Also ist darum sehr interessant, diese Verknüpfung von Wegreinigen, 1. Korinther 5 und 2. Timotheus 2. Ja, ich wurde glücklicherweise noch aufmerksam gemacht. Ich habe noch ein Schlagwort auf Seite 4 im Skript. Ein Schlagwort der Reformatoren vergessen zu erwähnen. Sola Scriptura habe ich erwähnt. Sola Gratia, Solus Jesus Christus. Aber noch Sola Fide. Das heißt, allein durch Glauben. Wir werden nicht gerettet, indem wir etwas leisten, sondern es geschieht nur durch Glauben an Jesus Christus. Nun, von den Überwindern in Sardes wird gesagt, sie sind würdig. Sie haben ihre Kleider nicht besudelt und jetzt bekommen sie die Verheißung, Offenbarung 3, Vers 4, und sie werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Die Offenbarung ist ja eigentlich ein Tempelbuch. Von Kapitel 1 ab ist es voller Anspielungen auf den Tempeldienst und auf kleinste Details des Tempeldienstes in Jerusalem. Auch hier haben wir eine Anspielung. Diejenigen, die da weiße Kleider tragen dürfen, von ihnen heißt es, sie sind die Überwinder. Vers 5. Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden. Es ist so, das Wort Niko, überwinden, war bei den alten Griechen auch ein Wort, das benutzt wurde im Zusammenhang mit dem Gericht. Wenn jemand vor Gericht angeklagt wurde und schließlich als unschuldig deklariert hinausgehen konnte, da wurde er genannt Sieger oder Überwinder. Also das ist der vor Gericht eben gewinnt, ja? Das ist der Sieger. Also wer überwindet, hat auch einen Anklang. Wer quasi die Anklage überwindet, wer also vor Gericht bestehen kann, wird mit weißen Kleidern bekleidet werden. Und da haben wir eine Anspielung auf die Priesterprüfung im Tempel. In meinem Buch Der Messias im Tempel erkläre ich das auf Seite 395. Ich zitiere, nur Nachkommen Aarons durften Priester sein. 4. Mose 3, Vers 10. Sobald man das Alter für den Priesterdienst erreicht hatte, musste man eine Prüfung vor dem Sanhedrin, dem obersten Gerichtshof, ablegen. Das oberste Gericht entschied darüber, ob man alle Bedingungen erfüllte, um den Dienst vor Gott auch praktisch ausüben zu dürfen. Bestand man die Prüfung, so wurde man in weiße Priesterkleider gehüllt und trat ein in den Dienst mit seinen Brüdern. Musste man aber abgelehnt werden, zum Beispiel wegen körperlicher Gebrechen, 3. Mose 21, 16 bis 21, oder weil man die aaronitische Abstammung nicht einwandfrei durch ein Geschlechtsregisterverzeichnis nachweisen konnte, wie zum Beispiel in Nehemia 7, 61 bis 65, zog man schwarze Kleider an, entfernte sich und ging fort. So steht das im Traktat Middot 5, 6, im Talmud. Auf diese Prüfung nimmt der auferstandene Christus im Sendschreiben an die Gemeinde in Sardes Bezug. Aber du hast einige wenige Namen in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben. Und eben Vers 5, wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern, Priesterkleidern, bekleidet werden. Und ich werde seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens. Ich kläre dann weiter, die Überwinder in den Sendschreiben sind die Gläubigen, die nicht nur ein christliches Bekenntnis haben, sondern die sich in ihrem praktischen Leben und ihrer Nachfolge als Jünger Jesu auch darin ausweisen, dass sie mittels einer echten Bekehrung und einer von Gott gewirkten Neugeburt zu den auf ewig Erretteten gehören. Und weiter führe ich dann noch aus mit der Priesterprüfung. In Zusammenhang mit dem Ausdruck, wer überwindet, in Offenbarung 3, Vers 5,
ist zu sagen, dass der an selbiger Stelle im Grundtext verwendete Ausdruck Nikao im altgriechischen Sprachgebrauch unter anderem das Bestehen einer gerichtlichen Untersuchung ausdrücken konnte. Die Aussage in Offenbarung 3 lässt sich daher prägnant wie folgt umschreiben. Die Überwinder werden auch in der himmlischen Herrlichkeit Priesterdienst ausüben. Ich war in Offenbarung 1, Vers 5, steht ja, Johannes richtet sich an die sieben Gemeinden und sagt, dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater, ihm sei die Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ihre Namen werden im Verzeichnis des Buches des Lebens für alle Ewigkeit erhalten bleiben. Jesus Christus, der höchste Richter, wird sie vor Gott, dem Vater und vor der Engelwelt als würdige Priester deklarieren. Das Eingeschriebensein im Buch des Lebens hat seine Entsprechung im Nachweis durch den einwandfreien Stammbaum der levitischen Priester. Also man sieht, wie fein diese Anspielungen sind. Interessant ist ja, dass die Reformatoren das allgemeine Priestertum der Gläubigen wieder entdeckt hatten. Die Reformatoren haben gesehen, das stimmt ja gar nicht. Wie man uns immer gesagt hat, eine gewisse Gruppe von Menschen, das sind Priester, und alle anderen, das sind Laien, das Volk. Nein, sie haben erkannt, in 1. Petrus 2 steht, dass alle Erlösten sind zusammen ein heiliges Priestertum. Und auch, was ich zitiert habe, Offenbarung 1, Vers 5b, sagt auch, dass alle, die durch das Blut des Lammes gewaschen sind, gereinigt sind, die sind für Gott ein Priestertum. Und so haben die Reformatoren betont, alle Gläubigen sind Priester. Aber man hat ja dann doch eigentlich einen Klerus eingerichtet wieder mit der Einrichtung des Pfarramtes. Aber Luther soll gesagt haben, uns fehlen die Leute. Also eigentlich hat er gesehen, dass jeder Gläubige eine Aufgabe hätte im Dienst. Aber es wurde dann doch so kanalisiert, dass es eben doch ein Einmannsystem geworden ist. Aber das allgemeine Priestertum wurde ganz klar aus der Schrift wieder entdeckt und anerkannt. Und darum ist auch interessant, diese Anspielung in Sardes eben auf das Priestertum und auf die weißen Kleider der Überwinder. Jetzt gehen wir weiter zu Philadelphia. Ich lese 3, Vers 7. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, dieses sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel des David hat, der da öffnet und niemand wird schließen. Und schließt und niemand wird öffnen. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand zu schließen vermag, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich gebe aus der Synagoge des Satans von denen, welche sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern lügen. Siehe, ich werde sie zwingen, dass sie kommen und huldigen vor deinen Füßen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du das Wort meines Ausharrens bewahrt hast, so werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, welche auf der Erde wohnen. Ich komme bald. Halte fest, was du hast, auf dass niemand deine Krone nehme. Wer überwindet, den werde ich zu einer Säule machen in dem Tempel meines Gottes und er wird nie mehr hinausgehen. Und ich werde auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das aus dem Himmel herniederkommt von meinem Gott und meinen neuen Namen. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Philadelphia bezeichnet nun wieder einen neuen Abschnitt in der Kirchengeschichte. Wir haben in Sardes die Reformation gesehen, in ihrem göttlichen Anfangswerk, aber dann auch in ihrem Niedergang und in ihrem Zerfall. Aber Philadelphia markiert eine neue Erweckung. Und zwar die Erweckung ab dem 18. und 19. Jahrhundert. In Europa und in Nordamerika. Und zwar war das eine Zeit, wo Tausende von Menschen
zum Glauben gekommen sind, wo auch Tausende von Menschen sich Sorgen machten um ihr Seelenheil und sich fragten, wie kann ich mit Gott wirklich ins Reine kommen? Und dann kamen Evangelisten, wie zum Beispiel ein Whitfield und viele andere, und die haben gepredigt. Und es war nicht so, dass das, was sie gepredigt haben, so unglaublich anders wäre, als was man an wahrem Evangelium heute hören könnte. Aber die Reaktion war unglaublich. Da haben sich zum Teil ganze Dörfer haben sich bekehrt in England und Irland und auch in Amerika. Das hat einen unglaublichen Aufbruch gegeben. Und aus diesem Aufbruch heraus sind eigentlich die Freikirchen im großen Maße entstanden. Natürlich, die Anfänge gehen zurück bis auf die Täuferbewegung in der Reformationszeit. Aber mit dem 18. und 19. Jahrhundert kam dieser gewaltige Aufbruch und damit auch wieder mit einem Zurückgehen neu auf das, was man in der Reformation gehört hat. Aber man ist dort nicht stehen geblieben, sondern hat das eigentlich gelebt, was die Reformatoren lehrten. Ecclesia semper reformanda est. Die Kirche soll ständig reformiert werden. Und so wurde durch diese Erweckung auch manche Dinge, die bei den Reformatoren noch katholisch waren, wurden reformiert. Zum Beispiel die Lehre über die Endzeit. Die Reformatoren lehrten noch, wie die katholische Kirche, wir sind jetzt hier auf der Erde, und ganz am Ende der Zeit wird Christus kommen und dann wird das Weltende kommen. Sie haben nicht gelehrt, das tausendjährige Reich ist noch vor dem Weltuntergang. Sie haben nicht gelehrt, da ist zuerst vor dem tausendjährigen Reich die Wiederkunft Christi und davor die große Drangsal und noch davor die Entrückung der Gemeinde. Das haben sie alles nicht gelehrt. Sondern sie sind da eigentlich noch sehr katholisch gewesen in ihrem Denken. Und das wurde im 18. und 19. Jahrhundert wieder neu entdeckt. Nun gibt es Leute, die sagen, ja, das mit der Entrückung, das ist ja sowieso nicht eine Entdeckung aus der Bibel, sondern das hat ein gewisser Darby hat das entdeckt und das hat er von einer Visionärin hat er das gehört und das findet man im frühen Christentum gar nicht. Aber wir können einen Beweis liefern. Aus den Schriften der sogenannten Kirchenväter, dass die Entrückung der Gemeinde vor der großen Trübsal, dass das im frühen Christentum bekannt war. Also wir können den schriftlichen Beweis liefern, das stimmt also nicht. Wenn das jemand behauptet, könnt ihr sagen, das ist historisch falsch. Das ist aus den frühen Jahrhunderten der Christenheit ist das bekannt und ist eben verloren gegangen. Aber in dieser Erweckungszeit wurden alle diese Dinge wieder neu entdeckt und so wurde auch dieser Bereich reformiert. Also man kann sagen, die Erweckung, die zu den Freikirchen geführt hat im 18. und 19. Jahrhundert, war eine Fortsetzung der Reformation. Noch konsequenter. Und nun, der Name Philadelphia ist bedeutsam. Das heißt ja nichts anderes als viel Liebe, Adelphia, zu den Brüdern. Bruderliebe. Und das wurde eben in dieser Erweckungszeit auch wieder neu entdeckt. Die Gläubigen sind zusammen ein Volk von Brüdern und Schwestern. Also es ist nicht einfach so ein Kirchengängertum, man geht dahin und der Pfarrer hält seine Predigt und so weiter, sondern die Gläubigen zusammen bilden eine Familie. Die Familie Gottes, die Familie der Kinder Gottes. Und diese Gemeinschaft muss auch gepflegt werden untereinander. Übrigens, wenn die Bibel spricht über Brüder, dann ist das, in den meisten Fällen sind die Schwestern mit eingeschlossen. Es gibt gewisse Stellen, da sind wirklich nur die Männer in der Gemeinde angesprochen mit Brüder. Aber es ist das übliche Wort für Geschwister. Man hat eben auf Griechisch kein Wort für Geschwister. Und darum sagt man Brüder. Aber unser Wort Geschwister, das kommt ja von Schwester. Ja, Geschwister kommt von Schwester mit dem Kollektivvorsilbe G.
wenn man Gemeinde, Gedanke, das ist immer ein Kollektiv. Also Geschwister, das sind auch die Brüder damit gemeint, oder? Also wir haben das eigentlich im Deutschen gerade umgekehrt. Das ist ja gleich, wie man das sagt, man muss nur das Richtige meinen. Und darum wichtig, Bruderliebe bedeutet Liebe zu den Brüdern und zu den Schwestern. Das ist einfach selbstverständlich darin enthalten. Und in dieser Erweckungszeit wurde auch das allgemeine Priestertum wieder neu entdeckt. Und zwar nicht nur als ein wertvolles Bekenntnis, sondern auch, dass es umgesetzt wird. Dass es also nicht beschränkt ist, das Predigen auf gewisse Einzelpersonen, die sogar zudem ordiniert sein sollten. Nein, das findet man auch in der Schrift nicht, dass durch die Ordination eine Beglaubigung fürs Predigen gegeben wäre. Die Ordination als solche kann man biblisch überhaupt nicht belegen. Aber alle haben einen Dienst, haben eine Aufgabe. Das wurde da wieder neu entdeckt. Und der Herr Jesus stellt sich vor in Vers 7, dieses sagt der Heilige, der Wahrhaftige. Also er stellt zuerst die Herrlichkeit seiner Person vor. Und das ist auch eine Entdeckung aus dieser Zeit, dass man noch viel mehr die Größe und Herrlichkeit der Person des Sohnes Gottes entdeckt hat. Natürlich, die Reformatoren, die haben alles ans Licht gestellt. Die Gottessohnschaft Christi, seine wahre Menschheit, seine Sündlosigkeit, sein vollkommenes Opfer und so weiter. Aber wenn man Bücher aus der Erweckungszeit liest, da kann man so wertvolle Dinge, zu Herzen gehende Dinge finden, die den Herrn Jesus beschreiben, wie man das kaum irgendwo anders findet. Wenn man zum Beispiel Bücher liest von Bellet und anderen, das ist so ergreifend, wie er die Herrlichkeit des Herrn Jesus einfach beschreiben kann. Ein solcher Schreiber. Aber es gibt viele solche Schreiber aus dieser Zeit, die wirklich vorstellen, wer ist der Herr Jesus? Der Heilige, der Wahrhaftige. Und weiter, der den Schlüssel des David hat. Der da öffnet und niemand wird schließen und schließt und niemand wird öffnen. Dieser Schlüssel des David wird erwähnt in Jesaja 22, 22. Das war also der Schlüssel zum Königspalast von David. Und derjenige, der den Schlüssel des Davids hatte, der hatte quasi den Zugang in das Zentrum der Regierung. Und der Herr Jesus sagt, er hat diesen Schlüssel. Weil er ist ja der Messias, der von David abstammt. Und nun, was hat das für Wirkung? Vers 8. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand zu schließen vermag. Und das ist so gewaltig. Diese geöffnete Tür, die nie mehr verschlossen werden soll, weist hin auf die Weltmission seit dem 18. Jahrhundert bis zur Entrückung. Es ist ja so, im Jahr 1800 war die Bibel übersetzt in 70 Sprachen etwa. Aber in dieser Erweckungszeit hat man den Blick auch neu entdeckt für die Weltmission, auch für die dritte Welt. Und plötzlich sind da Leute aus Europa nach Irak gegangen oder nach Indien als Evangelisten. Diese Völker hat man völlig vernachlässigt in den vergangenen Jahrhunderten davor. Und plötzlich gehen Leute so in die Mission, in die Weltmission. Im Jahr 1830 ist die Bibel übersetzt in etwa 157 Sprachen. Das heißt also, in den 30 Jahren in der Erweckungszeit damals wurde plötzlich auf dem Gebiet der Bibelübersetzung mehr geleistet als in den 1800 Jahren davor. Und das hat nicht aufgehört. Die Bibel ist heute erhältlich, wenigstens Teile, die übersetzt sind, in über 2300 Sprachen. Und es sind unzählige Projekte im Tun, sodass jedes Jahr kommen etwa 30 neue Sprachen dazu. Und es gibt auf Kassetten Botschaften von Gospel Recordings. Das ist eine Mission, die wurde 1930 etwa gegründet. Die haben heute mehr als 5700 Sprachen und Dialekte mit biblischen Botschaften. Also,
Die Weltmission macht einen Aufbruch und der Herr sagt, ich habe dir eine geöffnete Tür gegeben und die kann niemand mehr schließen. Und das ist ein völlig neues Phänomen seit dem Urchristentum, die Weltmission ab dieser Erweckungszeit. Und das hat nicht mehr aufgehört. Der Jesus sagt ja in Matthäus 24, Vers 13, wenn er über die Endzeit spricht und die Endzeitzeichen, Matthäus 24, Vers 14, und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis, und dann wird das Ende kommen. In der Parallele in Markus steht einfach allen Nationen zum Zeugnis. Und dann wird das Ende kommen. Heute ist das so, aber erst seit dem 20. Jahrhundert, dass jede Nation der Welt erreicht worden ist mit dem Evangelium. Wichtig, Ethnos, Nation, ist die größte soziale Einheit. Also Ethnos steht über dem Begriff Volk. Nicht wahr? Indien ist eine Nation, aber Indien besteht aus vielen Völkern, so auch Russland. Aber Ethnos ist der Oberbegriff. Und in diesem Sinn kann man heute sagen, sind zwar nicht alle Sprachen erreicht, auch nicht alle Völker, schon gar nicht alle Stämme, das ist noch ein kleinerer Begriff, aber alle Nationen sind erreicht. Und wenigstens übers Radio, durch Transworld Radio und heute sogar übers Internet kann man sogar in verschlossenen Ländern kann man sich eine Bibel arabisch runterladen. Wunderbar. Der Herr Jesus sagt, und dann wird das Ende kommen. Das Ende ist nicht die Entrückung, sondern das Ende ist, wenn er kommt als Richter der Welt. Also, das ist schon eindrücklich, diese offene Türe, die niemand mehr zumachen kann. Der Herr sagt weiter, denn du hast eine kleine Kraft. Das hat manche dazu geführt, dass sie sagen, wir haben eine kleine Kraft und wir können zwar nicht viel ausrichten, aber Hauptsache, wir sind treu. Nun, das ist nicht der Sinn. Dieser Ausdruck kleine Kraft, habe ich auf dem Blatt vermerkt, ist eine Anspielung auf Daniel 11, Vers 34, wo der Prophet voraussagt, wie die Zeit der Makkabäer, das war eine sehr schlimme Zeit im 2. Jahrhundert vor Christus, aber der Prophet Daniel hat diese Zeit vorausgesagt und da sagt er, den Treuen in dieser Zeit wird mit einer kleinen Hilfe geholfen werden. Und dieser Ausdruck, die kleine Hilfe, bezeichnet diese überwältigenden Siege der Makkabäer. Das war zuerst eine Familie, ein Priester, Mattathias mit seinen Söhnen, 5 Söhnen. Der hat den Kampf gegen die Feinde aufgenommen und schließlich ganz Israel befreit. Und die feindliche Macht der Syrer hinausgeworfen. Nun, mit einer kleinen Kraft, mit einer kleinen Hilfe wird ihnen geholfen werden. Das ist ein überwältigender Sieg. Warum wird in Daniel 11, Vers 34 dieser große Sieg der Makkabäer eine kleine Hilfe genannt? Das ist relativ. Weil in Daniel 12 spricht der Prophet über die große Drangsalszeit, in die Israel noch kommen wird. Vor der Wiederkunft Christi als König. Und Daniel 12 sagt, die Kraft von Israel wird am Boden zerschlagen sein und dann kommt das Ende. Und zwar wird dann der Herr Jesus kommen und diese große Befreiung für Israel bringen in der Endzeit. Wenn er kommt, kommt die große Hilfe. Und insofern ist also das, was die Makkabäer erlebt haben, das war nur eine kleine Hilfe. Und ich habe mir mal so überlegt, kleine Kraft steht da in der Offenbarung, hat das einen Zusammenhang mit der Stelle eine kleine Hilfe? In Daniel 11, da habe ich nachgeschaut, in der griechischen Übersetzung, die älteste Bibelübersetzung, die Septuaginta, aus dem 3. Jahrhundert vor Christus, und da steht doch tatsächlich kleine Kraft. Ihnen wird mit einer kleinen Kraft geholfen werden. Und so hat man die Verbindung von dieser kleinen Hilfe zur kleinen Kraft hier. Also, diese kleine Kraft bedeutet nicht, dass man nichts erreicht, sondern dass das, was die Gläubigen erreichen können, natürlich nicht zu vergleichen ist mit dem, was der Herr Jesus bringen wird, wenn er in Macht und Herrlichkeit einmal erscheinen wird. Aber was eben durch Treue und Hingabe von Gläubigen
ab dem 18. 19. Jahrhundert erreicht war, das war nicht gering. Das war gewaltig, wie der Geist Gottes Menschen zur Sündenerkenntnis und dann auch zur Befreiung im Glauben geführt hat. Das ist diese kleine Kraft. Und dann sagt der Herr Jesus, du hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Was also diese Treuen kennzeichnet, das ist die Bruderliebe, Philadelphia, aber dann das Festhalten am Wort Gottes. Das, was für die Reformatoren schon grundlegend war, allein die Schrift, wurde aber in dieser Erweckungszeit noch größer. Man sieht, wenn man die Schriften liest, Auslegungen aus dieser Zeit, da erkennt man eine Liebe zum Wort Gottes, die ist überwältigend. Und zwar nicht nur zu gewissen Abschnitten. Ich habe zum Beispiel alle Werke von Calvin und auch seine Auslegung zur ganzen Bibel. Da ist im Neuen Testament, jedes Bibelbuch ist ausführlich kommentiert, außer die Offenbarung. Und im Alten Testament eine riesige Bandreihe, aber zu den kleinen Propheten hat er nicht viel zu sagen. Das war damals noch nicht im Blickfeld. In der Reformationszeit musste das Neue entdeckt werden, allein durch Glauben, allein die Schrift, allein durch Gnade, allein Jesus Christus. Aber indem eben die Gemeinde weiter reformiert wurde, kamen auch diese Dinge. Und in dieser Erweckungszeit wurde wirklich die ganze Bibel kommentiert. Jedes Bibelbuch. Und man merkt die Liebe zur Schrift und zum Detail in der Heiligen Schrift. Du hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Also auch, sind sie, wenn man solche Kommentare liest, merkt man diese Sorgfalt, wie sie stehen zur Lehre, wer Jesus Christus ist. Über seine Gottheit, seine wahre Menschheit, seine Vollkommenheit, Sündlosigkeit, die Vollkommenheit seines Opfers am Kreuz. Das wird noch gewaltiger, noch größer, als wie das in der Reformation beschrieben worden ist. Dann Vers 9, da spricht der Herr Jesus auch über Feinde, die sie hassen. Von solchen, die meinen, sie seien das wahre Volk Gottes, aber in Wirklichkeit sind sie es nicht. Und er sagt, die werden einmal gezwungen werden, diese wahren Gläubigen anzuerkennen. Und das ist auch so gewesen, schon im 18., 19. Jahrhundert, das hat viel Widerstand gegeben. Zum Beispiel in der Region Genf, Lausanne, da gab es im 19. Jahrhundert, frühen 19. Jahrhundert eine starke Erweckung. Und viele Gläubige kamen einfach zusammen zum Bibelstudium. Aber das hat in der Schweiz damals zu physischer Verfolgung geführt. Ja, man mühe sich das heute vorzustellen, aber die wurden verfolgt, physisch. Und zwar eben von solchen, die meinten, sie seien die wahren Christen. Und die haben diese gehasst, die das Neue entdeckt haben, das wirklich gar nicht neu war, sondern sie sind zum Wort Gottes zurückgekehrt. Ja, und der Herr sagt weiter, Vers 10, weil du das Wort meines Ausharrens bewahrt hast, so werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, welche auf der Erde wohnen. Hier wird die Stunde der Versuchung erwähnt. Es hat ja immer Versuchung gegeben seit dem Garten Eden. Aber hier wird gesprochen über die Stunde. Oder Hora kann auch bedeuten, die Periode der Versuchung. Die Zeitperiode der Versuchung. Das ist die größte Verführungszeit. Die wird stattfinden, wenn der Antichrist auftritt. Der mit großen Zeichen, Wundern und Machttaten, nach 2. Thessalonicher 2, die Massen der Menschen verführen wird. Und er wird sogar Feuer vom Himmel herunterlassen, Offenbarung 13, ab Vers 11. Das heißt, das, was früher ein Beweis war für den wahren Gott, in der Zeit von Elia, 1. Könige 18, das wird der Antichrist tun können, um die Menschen zu verführen. Die Zeitperiode der Versuchung, das ist die größte Verführungszeit. Die wird stattfinden, wenn der Antichrist auftritt, der mit großen Zeichen, Wundern und Machttaten, nach 2. Thessalonicher 2,
die Massen der Menschen verführen wird. Und er wird sogar Feuer vom Himmel herunterlassen, Offenbarung 13, ab Vers 11. Das heißt, das, was früher ein Beweis war für den wahren Gott, in der Zeit von Elia, 1. Könige 18, das wird der Antichrist tun können, um die Menschen zu verführen. Und er wird ein Götzenbild machen, das sprechen kann. Im Psalm 116 steht, wie die Götzen der Heiden so etwas Törichtes sind. Sie haben einen Mund und können gar nicht sprechen. Aber dieses Götzenbild wird sprechen. Und der Antichrist wird die Massen verführen. Das wird die Stunde der Versuchung sein. Von dem Moment an, wo er auftritt, später kommt dann die große Drangsalszeit, er tritt schon vorher auf, und dann erst kommt der Herr Jesus in Macht und Herrlichkeit. Aber hier sagt der Herr Jesus, ich werde dich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Jetzt kann jemand sagen, ja, aber damit ist gemeint, die Gläubigen kommen schon in diese antichristliche Zeit hinein, aber der Herr wird sie da bewahren vor dieser Versuchung. Falsch. Der Bibeltext sagt, ich werde dich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Er sagt nicht, ich bewahre dich vor der Versuchung, sondern ich bewahre dich vor der Stunde der Versuchung. Das heißt, du kommst gar nicht in diese Periode der Versuchung des Antichristen hinein. Und dann gibt es Leute, die sagen, ja, aber eigentlich müsste man hier übersetzen, ich werde dich bewahren aus der Stunde der Versuchung. Schließlich steht ja hier Eck. Das heißt doch aus. Das stimmt auch nicht. Wenn jemand das sagt, Eck bedeutet aus, kann er nicht Griechisch. Eck bedeutet aus oder vor oder noch diverse andere Dinge. Aber wenn hier steht, ich werde dich bewahren, Eck, dann kann man natürlich unmöglich übersetzen, ich werde dich bewahren aus. Oder wenn ein Kind zu einem Fluss springt und man kann das kleine Kind noch aufhalten, dann kann man es bewahren vor dem Wasser. Aber wenn man zu spät kommt und es schon drin ist, dann kann man es nicht mehr bewahren aus dem Wasser, sondern nur noch retten aus dem Wasser. Würde hier stehen, sozo ek, dann könnte man übersetzen, ich werde dich retten aus der Stunde der Versuchung. Aber wenn hier steht tereo ek, dann kann man nur übersetzen, ich werde dich bewahren vor. Diese Verknüpfung kommt nochmals vor im Neuen Testament, und zwar in Johannes 17, Vers 15. Und dort bittet der Herr Jesus, dass der Vater die Gläubigen bewahrt vor dem Bösen. Und da kann niemand übersetzen, dass der Vater sie bewahrt aus dem Bösen, sondern bewahren vor, dass sie nicht ins Böse hineinkommen. Also die Übersetzung ist eindeutig und man kann das biegen und brechen, wie man will. Es heißt, ich werde dich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Das heißt, die Gemeinde wird nicht in die Zeit des Antichristen hineinkommen, sondern davor bewahrt werden. Und darum steht in 2. Thessalonicher 2, dass der, der jetzt noch zurückhält, er wird weggehen und dann wird der Mensch der Sünde offenbar werden. Wer ist der, der zurückhält? Welche Kraft gibt es in der Welt, die das Böse in seiner höchsten Form zurückhalten kann? Das ist nicht die bürgerliche Ordnung, das sind nicht wir, sondern es ist der Heilige Geist, der in der Gemeinde wohnt. Und wenn der Heilige Geist weggeht, dann muss die Gemeinde auch weg. Denn nach Johannes 14, da sagt der Herr Jesus, der Heilige Geist wird bei euch sein in Ewigkeit und er wird in euch sein. Also dann muss die Gemeinde auch weg. Aber es steht noch im gleichen Text, 2. Thessalonicher 2, dass das, was aufhält, zuerst weg muss. Was ist denn das, was aufhält? Das ist auch der Heilige Geist. Denn Geist auf Griechisch heißt to pneuma, das Geist. Das ist sächlich. Aber weil der Heilige Geist Gott ist, eine Person ist, darum wird er eben auch genannt, der, der zurückhält. So wie der Jesus in Johannes 14 über den Heiligen Geist spricht, der Tröster, der kommen wird, jener, nicht jenes, jener wird euch in alle Wahrheit führen. Also das, was zurückhält und weggeht, der zurückhält und weggeht, ist der Heilige Geist. Und dann erst kann der Antichrist, der Mensch der Sünde, offenbar werden. Das heißt, er könnte schon leben. Und es wäre möglich, theoretisch, ihm guten Tag zu sagen,
Aber niemand wird wissen, wenn er ihm die Hand reicht, das ist der Antichrist. Offenbar wird er erst, wenn der Heilige Geist weggeht und die Gemeinde weggeht. Und so sagt der Herr, werde ich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Aber er sagt noch etwas, weil du das Wort meines Ausharrens bewahrt hast. Das Wort meines Ausharrens, das ist das Wort von dem Harren auf den Herrn Jesus. Ich war die Apostel, haben die Jünger, die Gläubigen gelehrt, sie sollen täglich den Herrn Jesus erwarten für die Entrückung. Und darum steht in 1. Thessalonicher 1, Vers 9, die jungen Thessalonicher, die haben täglich den Herrn Jesus erwartet aus dem Himmel. Die Entrückung hätte jeden Tag geschehen können. Weil in der Bibel nirgends gesagt wird, wie lang der Abstand geht zwischen Entrückung und dem Kommen des Herrn Jesus in Herrlichkeit. Von seinem Kommen in Herrlichkeit wusste man, das ist erst in der Endzeit, wenn die Endzeitzeichen Erfüllung gingen. Und die waren nie in Erfüllung gegangen im ersten Jahrhundert. Darum war klar, das würde nicht so plötzlich kommen, aber die Entrückung hätte jederzeit kommen können. Und so hat Gott in seinem Wort nirgends einen Hinweis gegeben, was noch geschehen sollte vor der Entrückung, damit die Gläubigen ihn täglich erwarten konnten. Aber heute sehen wir, das kommt immer näher zusammen. Und wenn wir an den Endzeitzeichen schon sehen, alle Nationen sind erreicht, ja, dann kommt das Ende. Ja, dann muss die Entrückung noch früher kommen, denn die muss ja einige Jahre vorher stattfinden. Also ist es umso dringlicher. Ich habe für mich jetzt bis jetzt zusammengestellt etwa über 120 Punkte von Prophezeiungen über die Endzeit, die in unserer Zeit erfüllt worden sind. 120 Einzelprophezeiungen. Die zeigen, der Herr kommt bald, dann muss die Entrückung noch früher sein. Und nun, das haben die Christen eben verloren. Dieses Harren auf den Herrn. Durch Jahrhunderte hindurch ist die Christenheit eingeschlafen. Aber in der Erweckungszeit, 18. bis 19. Jahrhundert, wurde es neu entdeckt. Und der Herr sagt hier, weil du das Wort meines Ausharrens und des Wartens auf mich bewahrt hast, so werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Der Herr sagt denen, die auf ihn warten, auf den Herrn, sagt er, dass er sie bewahren wird vor der Stunde der Versuchung. Ist interessant, er sagt das nicht zu Sardes. Er sagt das nicht zu Pergamus. Er sagt das zu Philadelphia. Es ist nicht so, dass nur ein Teil entrückt wird, die den Herrn erwarten. In 1. Korinther 15, 51 sagt Paulus zu den Korinthern, von denen einige in einem schlechten Zustand waren, sagt er, wir werden alle verwandelt werden. Nur in einem Augenblick bei der letzten Posaune. Alle in einem Augenblick. Also nicht ein Teil, sondern alle Gläubigen werden im gleichen Moment die Entrückung und Umwandlung erleben. Aber der Herr sagt hier denen, die auf ihn warten, sagt er die Verheißung, dass er sie bewahren wird vor der Stunde der Versuchung. Es ist interessant, wenn man heute untersucht, welche Gläubigen glauben, dass sie noch in die Drangsal gehen müssen und welche nicht. Da muss man schauen, glauben die überzeugt sind, wir müssen noch in die Drangsal, dass der Herr heute kommen könnte? Nein, das können sie gar nicht. Das dürfen sie ja nicht, weil sie glauben, die Gemeinde muss noch in die Drangsal und die Drangsal ist noch nicht da. Also kann die Entrückung nicht heute geschehen. Sie können den Herrn nicht täglich erwarten. Aber diejenigen, die ihn erwarten, denen sagt der Herr, wie es wirklich sein wird. Vor der Stunde der Versuchung. Aber er sagt es eben speziell denen, die warten. Und für die anderen wird es eine Überraschung sein. Wenn sie dann doch vor der Drangsal weg sind, ja? Vers 11. Ich komme bald, halte fest, was du hast, auf dass niemand deine Krone nehme. Viermal in der Offenbarung kommt dieser Satz vor, ich komme bald. Aber die alte Elberfelder macht in der Fußnote aufmerksam auf die Tatsache, dass bald im Griechischen adverbial ist. Schnell, eilends. Also wie kommt der Herr? Nicht ich komme bald, sondern er sagt, ich komme schnell. Das heißt plötzlich. Und so ist es nicht im Widerspruch, dass wir jetzt sogar noch 2007 erleben mussten. Und der Herr hat zu Philadelphia gesagt, ich komme bald.
Nein, ich komme schnell, eilends. Das heißt, wenn es dann geschieht, sind wir dann völlig überrascht. So plötzlich, ja? Wenn wir vorstellen, in 2 Minuten plötzlich, dann sind wir doch überrascht, obwohl wir gleich davon gesprochen haben, dass es ja bald sein wird. Offensichtlich bald sein muss. Also ich komme schnell, halte fest, was du hast, auf dass niemand deine Krone nehme. Also was hier der Gemeinde von Philadelphia vorgestellt wird, ist, sie müssen das, was sie im Glauben erfasst haben, dass mein Wort bewahrt, meinen Namen nicht verleugnet, daran müssen sie festhalten bis zum Schluss. Nichts davon preisgeben. Und denen macht der Herr Verheißungen. Wer überwindet, den werde ich zu einer Säule machen. Überwinder sind also diejenigen, die diese Dinge festhalten und da bleiben. Das sind die Überwinder. Ich war, bei Philadelphia wird nichts Negatives gesagt. Wie kann man dann überwinden? Bei den Gemeinden, wo etwas Negatives gesagt wird, ist klar, überwinden heißt, dieses Böse überwinden. Aber hier bedeutet überwinden, dass man an dem bleibt, was man empfangen hat. Und jetzt kommen wir zu Laodicea. Das ist die letzte Gemeinde. Und dann wird Johannes in den Himmel entrückt, Kapitel 4, Vers 1. Er repräsentiert die Gemeinde, die dann in den Himmel geht. Offenbarung 3, Vers 8. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, dieses sagt er, Amen. Der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest. Also, weil du lau bist und weder kalt noch warm, so werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Weil du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und bedarf nichts und weiß nicht, dass du der Elende und der Jämmerliche und arm und blind und bloß bist. Ich rate dir, Gold von mir zu kaufen, geläutert im Feuer, auf dass du reich werdest, und weiße Kleider, auf dass du bekleidet werdest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde, und Augensalbe, deine Augen zu salben, auf dass du sehen mögest. Ich überführe und züchtige so viele ich liebe. Sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür auftut, zu dem werde ich eingehen und das Abendbrot mit ihm essen und er mit mir. Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mit meinem Vater gesetzt habe auf seinen Thron. Was ist Laodicea? Nun, wir haben gesehen, die Kirche von Pergamus bleibt prophetisch bis zum Schluss. Das sind diese Kirchen, die den Charakter haben der konstantinischen Wende. Koptische Kirche, dann auch die Maroniten und all diese östlichen Kirchen, die griechisch-orthodoxe, die russisch-orthodoxe und so weiter. Thyatira ist die römisch-katholische Kirche, auch sie wird bleiben bis zum Ende. Sardes ist die Kirche oder stellt die Kirchen dar, die aus der Reformation hervorgekommen sind. Philadelphia stellt dar die Freikirchen, die aus der Reformation vor allem und auch immer wieder aus Thyatira heraus und auch zum Teil aus Pergamus heraus entstanden ist. Was ist Laodicea? Viele haben gesagt, das ist die reformierte Kirche am Ende. Nein, da haben wir schon Sardes dafür. Das kommt aus Philadelphia heraus. Das sind die Gemeinden, die nicht an dem bleiben, was Philadelphia darstellt. Und darum habe ich auf dem Blatt geschrieben, bei Laodicea, also auf dem Blatt, das ich heute ausgeteilt habe, das unterscheidet sich ein bisschen von dem vom letzten Mal, der geistliche Zerfall der Gemeinden aus der Erweckungsbewegung des 18. und 19. Jahrhunderts. Es ist interessant, all diese Anspielungen, die man überall findet in den Sendschreiben. Ich habe ein bisschen erklärt damit mit der Priesterprüfung bei Sardes, aber hier möchte ich auch noch einiges erklären. Laodicea war eine Stadt ohne ausreichende Wasserquellen. Aber man führte Wasser einer heißen und einer kalten Quelle über Aquädukte von weit her nach Laodicea. Als es dort ankam, war beides ecklig lauwarm. Und darum sagt der Herr, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm, das heißt eigentlich heiß, wärest.
aber sie sind so eckig lauwarm, so dass man das am liebsten eben ausspeit. Ich war mit heißes Wasser in Laodicea, das wäre toll gewesen, kaltes auch, aber lauwarm, das ist eckig. Heißes Wasser ist nützlich und kaltes ist erfrischend, nützlich, aber das lauwarme, das kann man nicht brauchen. Weiter, Laodicea war bekannt damals für Bankenwesen und Handel. Und der Herr sagt, weil du sagst, ich bin reich und reich geworden und realisierst nicht, dass du in Wirklichkeit arm, jämmerlich, blind und bloß bist. Dann war Laodicea damals bekannt für ihre großartige Bekleidungsindustrie mit berühmten, glänzenden, aber man höre, schwarzen Wollgewändern. Und der Herr sagt, sie sollen doch Kleider kaufen, weiße Kleider, auf das sie sich damit bekleiden. Nicht die typischen schwarzen Kleider aus Laodicea. Und dann war Laodicea weiter ein Zentrum der Augenheilkunde in der Antike. Und genau da sagt der Herr, sie sollen doch Augensalbe kaufen, um ihre Augen zu salben, damit sie sehend werden könnten. Laodicea wurde im Jahr 60 nach Christus durch ein Erdbeben zerstört. Und schon damals gab es so Hilfsbewegung, ja? Und der Kaiser Nero wollte Laodicea helfen, um diese geschüttelte Stadt wieder aufzubauen. Und die Laodicea haben gesagt, nein, danke, brauchen wir nicht, das können wir selber bezahlen. Also sie meinen, sie seien reich und bedarf nichts, brauche keine Hilfe, keine Fremdhilfe. Aber das alles nimmt der Herr auf, um den geistlichen Zustand von Laodicea zu beschreiben. Laodicea heißt auf Deutsch übersetzt die Volksgerechte. Das heißt, die, die allen Recht gibt oder die, die es allen Recht macht. Ja, ich höre schon das Raunen. Das ist in sich ist das, sonst, da muss man gar nicht groß kommentieren. Was wird heute groß angepriesen unter Freikirchen? Wir müssen uns völlig verändern. Wir müssen die Schwellen so runterschieben, dass Leute aus der Welt, die kirchenfern sind, genau das finden, was ihnen eigentlich gefällt bei uns. Wenn Harry Normalverbraucher Auto fährt und den Radio anstellt, dann hört er sicher nicht gerne Mendelssohns E-Moll-Violin-Konzert, sondern irgendwelche Rockmusik. Also müssen wir uns auch mit der Musik Harry Normalverbraucher anpassen. Und Harry Normalverbraucher, wenn er schon ausgeht, dann möchte er tanzen. Also müssen wir auch da eine Möglichkeit geben zum Tanzen im Gottesdienst. Und Harry Normalverbraucher, wenn er ausgeht, dann trinkt er gerne ein Bier. Also bieten wir ihm auch ein Bier an nach dem Gottesdienst. Und so passt sich Laodicea an. Sie macht es allen recht und sie orientiert sich wertemäßig an dem, was in der Gesellschaft so üblich ist. Und nicht umgekehrt, als das Salz der Erde verändert die Gemeinde, hat Einfluss auf das Moralische. Aber hier passt sich die Kirche der Welt an. Und es ist ja allen bekannt, dass es hier riesige Projekte gibt, um das zu realisieren in allen möglichen Gemeinden. Und wenn sie es noch nicht haben, dann müssen sie es noch lernen. Riesige Projekte, man denkt, Bill Hybels und Rick Warren und so weiter, es geht alles in diese Richtung, Laodicea zu realisieren. Nun, man orientiert sich an den Unterhaltungswünschen der Masse und ihrem Bedürfnis nach Spaß. Man ist blind für die Reichtümer des Wortes Gottes. Man studiert nicht mehr das Wort Gottes, so wie das die Gläubigen früher gemacht haben, die ihre Erfüllung, ihren Reichtum im Wort Gottes gefunden haben. Man meint aber trotzdem geistlich reich zu sein. Durch ekstatisch aufgepeitschte Gottesdienste und imitierte geistliche Gaben wie Zungenreden, das ja nur ein Babbeln ist und nicht ein wirkliches Fremdsprachenreden wie an Pfingsten, Apostelgeschichte 2. Und Prophetie, neue Prophetie. Man sucht nach neuen Offenbarungen und kennt die biblischen Offenbarungen nicht einmal. Man hat den Eindruck, dass man Gewaltiges im Blick auf Gemeindewachstum leistet. Aber das Urteil des Herrn ist so, weil du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und bedarf nichts.
und weißt nicht, dass du der Elende und der Jämmerliche und arm und blind und bloß bist. Hat er schon erlebt? Kann man einem jungen Menschen sagen, es ist nicht so, dass heute der große Aufbruch ist. Schau mal die Moral an unter den Jugendlichen. Da gehen jugendliche Menschen in die Gemeinde, aber was Ältere oft nicht wissen, ist, was für eine Moral die haben und wie die vorehelichen Geschlechtsverkehr praktizieren. Dann sagt der Jugendliche, das hat man früher auch so gemacht, aber die haben es noch nicht gesagt. Und da muss man wirklich sagen, das stimmt nicht. Natürlich hat es Unmoral zu allen Zeiten immer gegeben, aber das war nie in dieser breiten Front da und das wird auch nicht durch Gemeindezucht geahndet heute. Aber früher, wenn das bekannt geworden ist, hat man auch reagiert als Gemeinde. Und da meint man, man könne moralisch so tief unten stehen und dann ist die große Erweckung da. Das ist wirklich genau dieses Wort, weil du sagst, ich bin reich und reich geworden und realisierst gar nicht, du bist arm, jämmerlich, blind und bloß. Die Gläubigen im 18., 19. Jahrhundert, wenn die wüssten, was heute normal ist, die würden sich alle im Grab drehen. Ja, aber der Herr sieht den Einzelnen und er sagt, ich stehe an der Tür. Merkt man, der Herr ist nicht mal in der Mitte der Gemeinde. Und die Gemeinde merkt es gar nicht. Aber er sagt, ich stehe an der Tür, klopfe an, wenn jemand meine Stimme hört. Er erwartet nicht, dass die Masse umkehrt, aber der Einzelne wird angesprochen. Wenn jemand hört, auftut, zu dem werde ich eingehen. Das ist die Ermutigung, eben auch in der Zeit, jetzt vor dem Kommen des Herrn, treu zu bleiben und wenn man abgewichen ist, zurückzukehren. Es gibt bis zum Schluss diese Möglichkeit der Wiederherstellung. Und so, dass wir wieder praktizieren können, was Philadelphia ist. Bruderliebe, Liebe zum Herrn, zu seiner Person und zu seinem Wort. Dann der Blick für die Weltmission, diese offene Türe. Also nicht passiv, sondern aktiv für den Herrn zu wirken und sein Kommen zu erwarten. Weil du das Wort meines Ausharrens bewahrt hast, so werde auch ich dich bewahren. Ich komme bald oder schnell. Halte fest, was du hast, auf dass niemand deine Krone nehme.